So weit der Ausschnitt aus der Sitzung des Weltsicherheitsrates gestern in New York. Wir wollen das Ganze vertiefen mit Christian Peter Hanelt. Er ist Nahostexperte der Bertelsmann Stiftung. Guten Tag nach Berlin. Ja, guten Tag, Herr Fittgau, nach Bonn. Nach dem großen Raketenangriff auf Israel durch den Iran am Dienstag wird nun allgemein eine Reaktion von Israel erwartet, die auch angekündigt wurde. Israel kämpft ja um sein Überleben, das haben wir gerade noch mal gehört. Was wäre aus Sicht Israels ein zielführendes Vorgehen? Ja, die Wiederherstellung einer Abschreckung, die darauf anzielt, dass Iran nicht wieder Raketen oder Drohnen direkt von seinem Staatsgebiet auf das israelische Staatsgebiet abfeuert. Das wird das Ziel sein. Und US-Präsident Biden hat ja nach diesem verheerenden Raketenangriff auf Israel 5 Maxime ausgegeben. In einem Gespräch oder in einer Abstimmung mit den G7, das sind ja die führenden westlichen Staaten, dazu gehört dann ja auch Deutschland, und zwar die Verurteilung dieses Raketenangriffes, den Schutz Israels bei weiteren Angriffen, so wie das jetzt auch passiert ist, Sanktionen gegen Iran, die das Regime treffen sollen, aber eben nicht die Bevölkerung. Das war auch gerade eben aus dem UN-Sicherheitsrat zu hören von der amerikanischen Delegierten, sowie eben eine gemeinsame Antwort, um einen regionalen Krieg zu verhindern. Unter der gemeinsamen Antwort lese ich heraus, dass die US-Administration Biden, aber auch die anderen G7 Staats- und Regierungschefs versuchen wollen, auf die israelische Regierung Netanyahu einzuwirken, wie eine militärische Antwort oder auch militärisch-politische Antwort aussehen kann, ohne dass es zu einer weiteren regionalen Kriegsentwicklung kommt, und dass das in einer Form einfach beendet wird, so wie Sie das vorhin auch mal angesprochen haben, Herr Fittgau. Jetzt hat aber, um das noch zu ergänzen, was Sie sagen, der amerikanische Präsident auf Nachfrage ganz klar gesagt, ein Angriff auf iranische Atomanlagen kommt für ihn jedenfalls nicht in Frage. Was sind da die Gründe für diese Zurückhaltung? Die Unkalkulierbarkeit. Ich gehe davon aus, dass man die Unkalkulierbarkeit in der US-Administration, was passiert, wenn und vor allen Dingen, wie man das iranische Atomprogramm oder auch Raketenprogramm treffen kann, über militärische Angriffe. Die meisten Sicherheitsexperten, mit denen ich spreche, sagen mir, dass die israelische Luftwaffe ohne die große Unterstützung der amerikanischen Luftwaffe die vermuteten unterirdischen Anlagen rund um Natanz nicht treffen kann. Vielleicht wird man versuchen, über Cyberangriffe oder andere Aktivitäten das Atomprogramm zu stören. Was eigentlich mit Bezug auf das Atom- und das Raketenprogramm angeht, es ist eine Bedrohung. Man hat versucht, und das ist ein Versäumnis übrigens aus 2015, Herr Fittgau, als über die diplomatischen Bemühungen, das iranische Atomprogramm einzufrieren in dem Vertrag, den der UN-Sicherheitsrat plus Deutschland mit Iran abgeschlossen hat, der ist eben in zwei Dingen zu kurz getreten. Und diese Wirkung merken wir. Und das eine ist halt Israel und die arabischen Staaten, die sich beide vom iranischen Atomprogramm bedroht fühlen, wurden nicht in diese Verhandlungen mit einbezogen. Das iranische Raketenprogramm, also die ballistische Raketenprogramm, wurde nicht in diese Verhandlungen mit einbezogen. Und es wurden keine diplomatischen und politischen Anstrengungen unternommen in 2015 und danach für die gesamte Region, arabische Länder, Türkei, Iran und Israel, so eine Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit für die ganze Region auf die Beine zu stellen, in dem atomare und Raketenabrüstung eine zentrale Rolle spielen. Und da das eben noch nicht eingetreten ist und hoffentlich in Zukunft passieren kann, ist das eben auch dafür, warum wir diese Eskalation erleben. Ja, Herr Hanelt, und in der Zwischenzeit bringt der Iran Terror über die gesamte Region. Er produziert Waffen, die an Russland geliefert werden, um die Ukraine zu zerstören. Zudem treiben ja die Chergen und Unterstützer der Terroristen ihr Unwesen auch auf den Straßen Europas, auch auf den Straßen Berlins. Ich will sagen, ist es nicht an der Zeit, dass die westliche Welt viel härter in Sachen Iran agiert?
Man versucht ja, ich meine, die amerikanische Botschafterin bei den Vereinten Nationen hat ja schon angesprochen, es soll weitere Sanktionen auch gegenüber den iranischen Revolutionsgarden geben. Das sind ja auch die Kräfte im iranischen System, die gefährlichen Milizen in der Region unterhalten und dazu Destabilisierung beitragen. Das sind die Kräfte, die auch gerade versuchen, irgendwie im iranischen System noch Macht und Flagge zu zeigen. Es ist ja in der iranischen im iranischen System so, der allergrößte Teil der Bevölkerung, das haben wir auch bei den Wahlen gesehen, ist gegen diese Art der Außenpolitik der iranischen Führung. Sie wollen diese Destabilisierung in der Region nicht. Sie wollen eine wirtschaftliche und politische Entwicklung des Landes. Und da wird es darum gehen, das zu befördern, gleichzeitig zu schauen, wie Sanktionen auch vielleicht auch temporär gegen die Revolutionsgarden führen können. Eine wichtige Einnahmequelle für das Regime ist, und das wurde im UN-Sicherheitsrat auch angesprochen, ist der Verkauf gerade von Öl und Gas. Und Sie sprachen ja auch die Achse an, Russland, Iran, China, die auch ihre Risse hat übrigens. Aber Iran ist dann auch ein wichtiger Weitergeber eigenes Öls und auch russischen Öls auch an Indien und an China. Aber ich habe das Gefühl, dass die US-Administration mit Blick auf ihren eigenen Wahlkampf verhindern möchte, dass die Disruption im Ölmarkt die Preise an den Zapfsäulen hochsausen lässt. Ich glaube, da wird auch darüber nachgedacht, ob es da Möglichkeiten gibt, Sanktionen greifen zu lassen. Aber die könnten wichtige Einnahmequellen für das Regime sicherlich treffen. Christian Peter Hanelt war das, der Ostexperte der Bertelsmann Stiftung, mit Analysen zur aktuellen Lage in der Ost. Herr Hanelt, ich sage ganz herzlichen Dank und einen schönen Tag noch in die Hauptstadt. Gern geschehen, Herr Fittgau. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.